Laut dem Portal Passknacker gibt es im Allgäu 23 Pässe. Gut, einige würde ich jetzt nicht als Pass einordnen. Bleiben immer noch genug. Den Joch- und Riedbergpass kennt ein jeder ambitionierte Biker. Doch gibt es fahrerisch wie landschaftlich weitere Besonderheiten. In der Infobox sind die einzelnen Pässe mit Heimmachern versehen, so dass man direkt darauf zugreifen kann. Meine knapp 280 Kilometer lange Route führt über 20.000 Höhenmeter und 19 Pässe. Mit der doch erwähnenswerten Riederhöhe startete ich im Video der Deutschen Alpenstraße. Liegt dieses Mal abseits. Die Tour entspricht der Strecke meines Videos über die Allgäuer Attraktionen. Nur steuere ich die Abzweigungen zu den Sehenswürdigkeiten nicht an. Auch nicht die durchaus passähnliche Fahrt zur Burgruine Falkenstein. So ist dieser Part theoretisch 120 Kilometer kürzer. Start ist Schloss Zeil. Scheitel des ersten Passes. Fahrspaß hinunter Richtung Leutkirch. Durch das beschauliche Eschachtal. Am Ende zwei Kehren hinauf zum Eschacher Weiher. Buchenberg-Lamm und Osterhofen sind nicht groß des Filmens wert. Anders Ettensberg, der erste der vier ganz außergewöhnlichen Passstrecken des Allgäus. Ganz außergewöhnlich, auch weil wann immer ich einen der ersten drei Pässe fuhr, ich höchstens mal ein paar Radfahrern begegnete.
Von Niedersandhofen nach Diepholz führt eine Art Schwimmstraße. Kurvig weiter über das Stixenjoch. Auf der Westrampe eine Autobahn. Passknacker vergibt für die einzelnen Pässe Ratings. Dass hier die Steige keine 40 Punkte hat, verstehe wer will. Der Fahrer ist nicht ohne. Handschenkel, nächster Pass. Im weiteren Verlauf auf der Deutschen Alpenstraße nach Oberstaufen.
auch mehr eine Autobahn. Schleife über das Hochspieljoch, Nummer 2 der außergewöhnlichen Pässe. Denke, die Bilder sprechen für sich. Wieder auf der deutschen Alpenstraße, vorbei am Alpsee. Eine super Strecke von Immelstadt nach Gunzesried. Thank you.
durchs Hunzesriedertal bis zur Mautstelle. Zunächst zur Scheidwangalpe. Ziemlich lange Gerade, aber in idyllischer Landschaft. Erst zum Fluss wird es kurvig. Kann man eigentlich auslassen, auch weil die Alpe nicht mehr bewirtschaftet ist. Nicht aber die Höllritzer Alpe. Bei Passknacher mit dem höchsten Ranking der Allgäuer Pässe. Für mich auch der dritte außergewöhnliche Pass. Landschaftlich unübertroffen, fahrerisch, naja. Mit einer Einschränkung. Die 14, zum Teil engen Kehren auf schmaler Straße sind zwar keine große Herausforderung, nur darf halt niemand entgegenkommen. Zum Glück eine Ausnahme, denn hier sagen Fuchs und Haus gute Nacht. Die Höllritzer Alpe selbst ist bewirtschaftet. Ein paar schnelle Kurven habe ich noch zu bieten, von Gunzesried zur Ohr 5.
zu meinem fahrerischen Highlight, der Riedbergpass. Der höchste befahrbare Pass Deutschlands. Hat zwar nur eine Kehre, aber 125 Kurven. Kaum eine Phase, wo das Moped aufrecht fährt. Auch kenne ich keinen Pass mit solch grandiosen Pendelkurven. We'll be right back.
Übernachtet habe ich im Biker Hotel Schwabenhof, mein Gepäck abgelegt und den Riedberg nochmal gefahren. Nächster Halt, Hirschsprung. Von der Passage Pfiffen über Alkstetten und Breitenberg ins Ostrachtal habe ich nur wenig Bildmaterial. Dennoch wesentlich besser als die Bundesstraße über Sutthofen. Nächste Attraktion, der Jochpass. Zu Beginn ein Tipp, weil das Überholverbot von der Kanzel aus streng kontrolliert wird und ich schon mal 100 Euro und einen Punkt in Flensburg liegen gelassen habe. Hier bei der Einbiegung der Straße aus Bad Oberdorf 2-3 Minuten warten, bis keine Autos mehr kommen, die den Pass hinauffahren. Sollte man dann doch auf andere auffahren, langsam weiterfahren oder an einer Parkbucht stehen bleiben. Bei Gegenverkehr wechsle ich beim Schneiden von der Front zur Heckkamera, so dass man diesen nicht wahrnimmt. Der Jochpass ist mit 106 Kurven Deutschlands kurvenreichste Straße bezogen auf die Länge von 5 Kilometern. We'll be right back.
Der Passscheitel liegt abseits der deutschen Alpenstraße an der österreichischen Grenze zum Tannheimer Tal. Durch Jungholz, eine österreichische Enklave, jedoch deutsches Wirtschaftsgebiet, so dass es keine Möglichkeit gibt, billiger zu tanken. Die Fähren hinunter zur Wertach nun in den Abstecher. Vor Wertach eine Schleife über Breitensteine. Da ist die Westrampe mit zwei Kehren interessant. Ich biege aber am Scheitel nach Geröthe ab, die vierte Besonderheit, welche die Fahrt durchs Allgäu versüßen. Ich schneide ja, wie schon erwähnt, Gegenverkehr, wenn möglich, raus. Dieses Auto nicht, weil es das einzige war, welches ich auf meinen vier besonderen Pässen begegnete. Eigentlich ist das Video hier zu Ende. Doch die Kehre von Nesselwang nehme ich noch mit. Hier beginnt der Königswinkel,
feierlich, allerdings uninteressant. Mehr darüber in meinem Video über Eucos Attraktionen.